Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute ein Video zu den Neuerscheinungen des Monats Januar 2022 für euch. Ich habe ja kürzlich auch Videos dazu gemacht, generell zu Neuerscheinungen, die uns 2022 erwarten. Einmal so ein bisschen mehr auf deutsche AutorInnen ausgelegt und dann auch ein Video zu englischen Übersetzungen. Und das ist natürlich auch so, dass jetzt in dem Video heute sich ein paar Sachen doppeln. Also, dass hier Bücher vorkommen, die ich schon in einem der anderen Videos genannt habe, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass irgendwas fehlt. Falls jemand davon die Videos noch nicht gesehen hat und sich sagt, ich will lieber die monatlichen Neuerscheinungen gucken und keine gesammelten Werke übers ganze Jahr, deswegen kann sein, dass sich ein bisschen was doppelt. Andererseits habe ich natürlich auch nicht jedes einzelne Buch, was ich mir schon für die Neuerscheinungen monatlich aufgeschrieben hatte, in diese generellen Übersichten mit reingenommen, weil es einfach sonst viel zu viel geworden wäre. Insofern, ja, ist das vielleicht eine ganz gute Ergänzung. Wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn ihr in den Kommentaren Bücher ergänzt. Mein Radius ist ja eher so das Genre New Adult und Fantasy Bücher, ab und zu auch mal Thriller, aber da fällt mir tatsächlich nicht so oft auf, wenn was Neues rauskommt. Ich habe so fürs ganze Jahr 2, 3 bisher auf der Liste. Also ihr könnt gerne in den Kommentaren ergänzen, da würde ich mich sehr darüber freuen und sicherlich auch viele andere. Und ich würde sagen, ohne jetzt noch mehr drumherum zu reden, starten wir direkt mit dem ersten Buch, was auf meiner Liste steht. Im Januar erwartet euch am 10.01. das Buch The Inheritance Game, 50 Milliarden Dollar, eine unbekannte Erbin, viele mörderische Nachkommen. Das ist von der Autorin Jennifer Lynn Barnes und das hatte ich in meinem Neuerscheinungsvideo bezüglich englischer Übersetzung schon mitgenannt. Übersetzerin an der Stelle ist Ivana Marinovic, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ich lese euch hier gerne mal den Klappentext vor. Das Buch gab es auch schon bei Bücherbüchse zur Vorbestellung mit einem besonderen Buchschnitt. Ich weiß leider nicht, ob es aktuell noch dort verfügbar ist, aber falls ihr irgendwie Lust habt, einen ganz besonderen Buchschnitt zu haben, dann schaut doch gerne mal bei Bücherbüchse vorbei. Und ich glaube, das ist ein Buch, wo auch viele drauf warten, zumindest das, was ich bisher jetzt schon so mitbekommen habe. Avery Gramps hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran die 4 Hawthorne-Enkelsöhne. Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Ein süchtig machender Thriller voller dunkler Familiengeheimnisse und tödlicher Herausforderungen. Es hat ein super interessantes Thema, wie ich finde. Also das möchte ich definitiv lesen. Das Cover finde ich auch ziemlich cool gestaltet, muss ich ehrlich sagen. Es gefällt mir ziemlich gut. Und insofern, ja, das erscheint am 10. Januar. Außerdem erscheint am 10. Januar der erste Teil der Amber Falls-Reihe von Josi Wismar. Words I Keep heißt der. Ich will immer sagen Words I Need, aber ich komme da mit den Titeln manchmal so ein bisschen durcheinander. Und es geht hier um folgendes Thema. Die schüchterne Studentin und Buchbloggerin Emily lebt zusammen mit ihrer älteren Schwester Cassidy im wunderschönen Amber Falls in den Rocky Mountains. Cass, ihre Bookstagram-Community und ihre besten Freunde Lexi und Will sind für Em das Wichtigste im Leben. Als sie dem attraktiven, aber undurchschaubaren David begegnet, fühlt sie es sofort. Die Aufregung des Neuen, das Knistern des ersten Verliebtseins. Jedes Mal, wenn sie sich begegnen, sprühen die Funken. Doch die Beziehung mit ihm verändert Em und treibt einen Keil zwischen sie und Cass. Kann er der Richtige sein, wenn er ihr Leben so durcheinander bringt? Em muss sich entscheiden oder sie verliert alles. Gibt es Happy Ends doch nur in Büchern und nicht im echten Leben? Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das hatte ich auch in einem meiner Neuerscheinungsvideos schon erwähnt tatsächlich. Das Thema finde ich generell cool, weil ich eigentlich alle Bücher gerne mag, die irgendwie was mit Bloggern zu tun haben, weil ich ja nun mal selber mehr oder weniger in dieser Bubble unterwegs bin und ja, so ein bisschen Einblick da habe. Und ich generell das Thema auch interessant finde, wie verändern sich Menschen, wenn sie in Beziehungen sind. Denn das ist ja auch was, was man im eigenen Freundeskreis oder auch Familienkreis mal ganz gut beobachten kann, wenn vielleicht jemand einen neuen Partner hat, ja, dass dann der Kontakt meistens so ein bisschen drunter leidet oder dass die Person sich halt auch für ihren Partner ändern. Deswegen finde ich das eigentlich ein ziemlich cooles und interessantes Thema so aufzugreifen. Der Club der Rabenschwestern wird dann auch auf Deutsch erscheinen, auch am 10. Januar und wird übersetzt von Mareike Hallmann. Das ist auch ein Buch, was ich tatsächlich schon erwähnt hatte.
Ihr seht, es doppelt sich, aber ich verspreche euch, es kommen auch Bücher in diesem Video vor, die ich noch nirgends erwähnt hatte. Und das Buch, da habe ich mir tatsächlich den Klappentext zum ersten Mal überhaupt durchgelesen, als ich es im Video erwähnt habe, also als ich das Video für euch gedreht habe, und war dann richtig schockiert, weil das Thema so cool war und ich das einfach vorher irgendwie nie so wahrgenommen hatte. Es geht nämlich um folgendes Thema. Es hat ein Hexenthema, ich spoiler schon mal an der Stelle. Kappa Rho Nu ist die exklusivste Studentinnenverbindung am Westerly College. Ihre Partys sind legendär, ihre Wohltätigkeitsbälle luxuriös. Doch hinter der glitzernden Fassade haben die Rahmenschwestern, wie sich die Mitglieder nennen, ein dunkles Geheimnis. Sie sind ein Hexenzirkel. Wie cool ist das? Ich finde das mega. Ich werde es auf jeden Fall kaufen. Für die Außenseiterin Vivi Devereaux bedeutet die Aufnahme in den Club der Rahmenschwestern einen Neustart. Scarlett Winters will unbedingt Präsidentin der Schwesternschaft werden, wie schon ihre Mutter vor ihr. Wäre da nur nicht Scarlets dunkles Geheimnis, dem Vivi bedrohlich nahe kommt. Doch dann entlarvt jemand die Rabenschwestern und Scarlett und Vivi müssen zusammenarbeiten, um eine Katastrophe zu verhindern. Also ich bin dieses Jahr definitiv auf den Hexenzug aufgesprungen. Ich habe Hexengeschichten früher irgendwie nie so gefeiert. Ich war irgendwie so ein bisschen anti, keine Ahnung warum. Aber spätestens von Mara Wolf, die Hexenschwestern-Saga, hat mich da total angefixt. Dann kam jetzt noch Lady of the Wicked von Laura Lavers. Das hat mich auch komplett umgehauen. Und generell auch so ein bisschen düstere Geschichten mag ich auch sehr gerne. Also immer her damit, ich werde es definitiv lesen. Dann haben wir jetzt das erste Buch, was ich noch nicht genannt hatte, irgendwo auf einer anderen Liste. Und das ist ein zweiter Band, also eine Fortsetzung, der da heißt Der Schwur der Göttinnen Band 2, Before Destiny, von der Autorin Greta Milan. Und da fand ich das Cover vom ersten Band ja schon so wahnsinnig schön. Jetzt kommt halt der zweite Band raus. Ich weiß gar nicht, ob es damit beendet ist, also ob das eine Dilogie ist oder ob da vielleicht noch was kommt. Das kann ich jetzt hier bei der Thalia-Website leider so genau nicht sehen. Aber, nee, hier steht auch bloß Band 2 des göttlichen, doch, Band 2 des göttlichen Zweiteilers. Man sollte komplett fertig lesen. Also es ist eine Dilogie und mit Band 2 ist es dann beendet. Auch wieder ein wahnsinnig schönes Cover und ich würde hier gerne mal den Klappentext vom ersten Band vorlesen, den ich auch schon im Regal habe. Nur noch nicht gelesen leider, also er liegt noch auf dem Sub. Aber da es ja sicherlich aufeinander aufbaut, will ich hier niemanden spoilern. Es geht um folgendes Thema. Die Götter verbieten eure Liebe, doch dein Herz kennt keine Regeln. Jupiter, Mars, Minerva, Venus. Die alten römischen Gottheiten spielen in Nylas Leben bisher überhaupt keine Rolle. Doch das ändert sich, als er einen furchtbaren Autounfall hat und ihn auf unerklärliche Weise unverletzt überlebt. Als kurz darauf die zwei mysteriösen Typen Philemon und Syrian an Nylas Highschool auftauchen, spürt sie, dass die beiden etwas verbergen und auch in ihr selbst ein Geheimnis erwacht. Besonders zu dem unnahbaren Syrian fühlt Nyla sich auf eine fast magische Weise hingezogen. Doch ihre Gefühle haben keine Zukunft, denn ihre Liebe würde Nyla in Lebensgefahr bringen. Es klingt wahnsinnig toll und da mir das Cover ja auch so gut gefallen hat, habe ich Band 1 ja damals auch gekauft und warte jetzt ganz sehnsüchtig auf Band 2 und darauf, dass sich endlich die Zeit für mich ergibt, das zu lesen. Auch das nächste Buch hatte ich bisher auf keiner Liste und das lag einfach so ein bisschen daran, dass ich es ehrlich gesagt vergessen habe aufzuschreiben. Also ich wusste, dass es rauskommt. Ich wusste auch, dass es am Anfang des Jahres 2022 rauskommt und das ist auch ein ganz, ganz tolles Buch. Also ich freue mich darüber persönlich sehr, aber es ist irgendwie einfach komplett von meiner Liste verschwunden. Es ist nämlich Heartstopper Band 1 von Alice Oseman und das ist ja ein Graphic Novel, der total gehypt ist, den man auch wahrscheinlich gut auf Englisch lesen kann, aber der jetzt halt dann übersetzt wird und übersetzt wurde er von Vanessa Walder und erscheint übrigens im Löwe Verlag unter so einer Kategorie Löwe Graphics, weil es ist ja ein Graphic Novel. Und ich suche euch mal den Klappentext raus. Wo ist denn der Klappentext? Gibt es den hier überhaupt? Nee, hier gibt es gar keine Beschreibung tatsächlich dazu. Es gibt keinen Klappentext bei Thalia. Das ist auch nicht schlecht. Hier steht nur als Untertitel sozusagen, Boy trifft Boy, entdecke die schönste Liebesgeschichte des Jahres von der erfolgreichen Newcomer-Autorin Alice Oseman. Ach doch, aber wenn man die Bilder öffnet, dann gibt es doch einen Klappentext. Jetzt habe ich ihn doch gefunden endlich. Also, mitten ins Herz gestolpert. Dass Charlie schwul ist, weiß die ganze Schule. Dagegen ist Nick, der Star der Rugby-Mannschaft, so straight wie eine Goal-Line, glaubt Charlie. Aber dann entwickelt sich eine intensive Freundschaft zwischen den beiden unterschiedlichen Jungen. Charlie weiß sofort, dass er in Nick verknallt ist. Nick braucht ein bisschen länger, bis ihm klar wird, dass er Jung genauso heiß findet wie Mädchen, besonders Charlie. Für Liebe braucht man nicht viele Worte, die schönste schwule Love-Story in Bildern. Klingt auf jeden Fall nach einer wirklich niedlichen Geschichte und ich bin sehr gespannt auf die beiden. Ich hatte mir ja von Fairy Loot die Special-Ausgabe gekauft, den vom ersten Band. Die steht auch hier im Regal an dieser Stelle.
Aber da sind leider noch nicht alle Bände erschienen. Also Band 2 wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch dann bei Fairyloot erscheinen als Hardcover. Aber wie gesagt, Band 1 erscheint dann auf Deutsch. Dann erscheint am 14. Januar auch der dritte Band der Between Us-Reihe von Nina Belinsky, der dann heißen wird A Storm Between Us. Und hier geht es um folgendes Thema. Seit ihrer besten Freundin etwas Furchtbares zugestoßen ist, wofür Mia sich die Schuld gibt, lässt die Studentin niemanden mehr an sich heran. Nur ihre Rockband gibt ihr ein wenig Halt. Als Mia bei einer Bandprobe den attraktiven Noah kennenlernt, ist ihr erster Impuls, ihn auf Abstand zu halten. Stattdessen geht Noahs offene, einfühlsame Art Mia unter die Haut. Vor allem, als sie feststellt, dass es auch in seinem Leben etwas gibt, das ihn sehr verletzt. Doch anders als Mia verschließt Noah sich nicht vor der Welt. Kann er ihr zeigen, wie sie die Mauern, die sie um sich errichtet hat, einreißen kann? Kann er ihr helfen, sich der Liebe und dem Leben gegenüber wieder zu öffnen? Klingt auf jeden Fall nach einer schönen Geschichte. Ich hatte euch aber das auch schon gezeigt in meinem Top-Neuerscheinungsvideo und da aber auch schon gesagt, dass dieses Rockband-Thema nicht so mein Fall ist. Deswegen werde ich mir das nicht holen. Und dann geht es weiter mit einem Buch, was mich ein bisschen verwirrt, denn ich habe es mir unter einem anderen Datum aufgeschrieben. Aber das Problem ist, dass ich halt oftmals diese Listen teilweise schon Monate vorher anfange, wenn ich mitbekomme, es kommt ein neues Buch raus, wenn es irgendwo angekündigt wird. Und dann ist Erscheinungstag XY dort und ich schreibe mir das so auf. Und dann wird er aber doch nochmal geändert, was ja doch relativ häufig vorkommt, gerade in der Gesundheitssituation, in der wir uns immer noch befinden, werden öfter mal die Daten verschoben. Teilweise werden die aber auch nach vorne verschoben. Also ja, ich kann immer nur das nehmen, was ich mir hier einspeichere, beziehungsweise was ich dann ganz tagesaktuell auf der Thalia-Website finde. Ich hatte mir das folgende Buch eingeschrieben mit dem Datum 14.01. Nee, 15.01., Entschuldigung, 15.01. Und jetzt gucke ich hier bei Thalia und jetzt steht hier 1.01.22. Aber es ist ja trotzdem Januar. Und es ist das Buch von Jane Austen, Northanger Abbey. Es ist wieder eine Schmuckausgabe vom Koppenrad Verlag und ich habe das ehrlich gesagt nur zufällig gefunden, weil ich nach Jane Austen und Schmuckausgabe gesucht hatte. Und da wurde mir dieses Buch angezeigt und ich dachte so, hä, das habe ich noch nirgends gesehen. Und dann habe ich gesehen, oh, es erscheint im Januar erst, also das kommt jetzt neu raus. Und es geht hier um folgendes Thema. Catherine Morland ist jung, unbedarft, liest gerne Schauerromane und hat keinerlei Erfahrung mit den Tücken der feinen Gesellschaft. Als sie von älteren Freunden zu einem Urlaub im Kurort Bath eingeladen wird, verlässt sie zum ersten Mal ihre ländliche Heimat, besucht Bälle und macht interessante Bekanntschaften. Von ihren neuen Freunden Henry und Eleanor Tilney wird sie auf den Familiensitz Northanger Abbey eingeladen. Das ehemalige Kloster beeindruckt Catherine nachhaltig. Doch hinter den alten Mauern vermutet sie schreckliche Geheimnisse, die es zu lüften gilt. Die Ereignisse überschlagen sich, als sie Northanger Abbey plötzlich verlassen muss. Reich veredelt, zauberhaft illustriert und mit 10 aufwendig gestalteten Extras versehen. Also diese Schmuckausgaben vom Koppenrad Verlag finde ich sowieso immer sehr, sehr schön gestaltet und sehr, sehr aufwendig. Die sind halt deswegen auch teurer, also so eine gebundene Ausgabe kostet dann um die 30 Euro oder 35 Euro manchmal sogar, aber die sind halt auch sehr aufwendig gestaltet. Und übrigens, Übersetzerin ist in diesem Fall Christiane Agricola. Ein Buch, was ich gar nicht mehr erwarten kann, ist Fly Into My Soul von Maren Vivien Hase. Ich habe ihre Reihe bisher sehr, sehr, sehr gefeiert, die zum Move District, also Band 1 Dance Into My World und Band 2 Step Into My Heart. Und jetzt kommt Band 3, Fly Into My Soul. Ich freue mich sehr drauf, auch wenn ich so ein bisschen skeptisch der Protagonistin gegenüberstehe. Aber das, ja, mal schauen, wird sich dann vielleicht einfach noch geben im Laufe der Geschichte. Zumindest hoffe ich so. War ja bei Dex im zweiten Teil auch so. Für eine Kooperation mit einer Sportmarke wird die erfolgreiche Tänzerin und Influencerin Mackenzie nach New York geschickt. Den Content für ihr Video soll sie ausgerechnet im Move District einstudieren, ihrem ehemaligen Tanzstudio, das sie seit einem Eklat nicht mehr betreten hat. Auch ihre alte Clique ist wenig begeistert über das Wiedersehen und gibt Mackenzie keine Chance, ihre Sicht auf die damaligen Vorfälle zu schildern. Nur Brody, der ihr als Videograf für den Job zur Seite gestellt wird, weiß zum Glück von nichts. Denn Mackenzie mag den zurückhaltenden und kreativen Brody auf Anhieb. Allerdings gefällt Mackenzies Management gar nicht, dass die beiden miteinander anbandeln. Es knistert jetzt schon, wenn ich den Klappentext lese. Ja, das Buch habe ich schon vorbestellt als signierte Ausgabe bei Buchhandlung Graf und freue mich deswegen jetzt schon sehr, wenn es dann bald ankommt, hoffentlich. Also ja, nächstes Jahr zum Erscheinungstermin halt. Soulbird Band 1, Die Magie der Seele, erscheint auch nächstes Jahr im Januar und wird übersetzt von Anna-Julia Strü. Es ist ein Buch, was ich tatsächlich im Laufe meiner Recherchen für euch gefunden habe, was ich wahrscheinlich sonst, ja, ich hatte es einfach nirgends gesehen, also auf Instagram nirgends und auch sonst bisher nicht. Deswegen bin ich da eigentlich ganz froh, dass ich so drüber gestolpert bin, denn das Thema fand ich auch extrem interessant und ich sehe auch gerade, es ist ein Fantasy-Debüt, also es ist ihr erstes Buch von der Autorin.
Seit ihrer Kindheit wird Alice Windham von Albträumen geplagt, deren Bedeutung sie nie entschlüsseln konnte. Bis plötzlich der geheimnisvolle, attraktive Crowley vor ihrer Tür steht und ihr Unglaubliches eröffnet. Alice hat eine uralte, seltene Gabe. Sie sieht Nachtschwalben, wundersame Vögel, die die Seele eines Menschen hüten. Und ein mächtiger Feind ist ihnen auf den Fersen, um ihre Kräfte für sich zu nutzen. In letzter Sekunde kann Alice mit Crowleys Hilfe fliehen. Sie folgt ihm in ein verborgenes, paralleles London voller Zauber und Gefahren, um mehr über ihre Fähigkeiten zu lernen. Doch ihre Magie ist mit einem dunklen Erbe verbunden. Es klingt so cool. Ungelogen, ich freue mich sehr auf dieses Buch. Dann erscheint endlich die Fortsetzung von Aurora erwacht, was dann heißen wird Aurora entflammt. Im Laufe des Jahres 2022 erwartet uns dann auch noch der dritte Teil, Aurora erleuchtet. Den Titel finde ich unfassbar unpassend, aber das hatte ich auch schon mehrmals gesagt. Hier lese ich euch auch den Klappentext mal vom ersten Band vor, denn das würde sonst absolut spoilern. Übersetzt wird das Buch übrigens von Barbara König und ich suche, wo ist der Klappentext vom Band 1? Hier ist es. Tyler, frisch ausgebildeter Musterschüler der besten Space Academy der ganzen Galaxie, freut sich auf seinen ersten richtigen Auftrag. Als sogenannter Alpha steht es ihm zu, sein Team zusammenzustellen und er hat vor, sich mit nichts weniger als dem Besten zufrieden zu geben. Tja, die Realität sieht anders aus. Er landet in einem Team aus Losern und Außenseitern. Scarlett, die Diplomatin, Sarkasmus hilft immer, in Klammern not. Zila, die Wissenschaftlerin, dezent soziopathisch veranlagt. Finian, der Techniker, besser der Klugscheißer. Kalis, der Kämpfer, es gibt definitiv Menschen, die ihre Aggression besser unter Kontrolle haben. Und Cat, die Pilotin, die sich absolut nicht für Tyler interessiert, behauptet sie zumindest. Doch dieses Katastrophenteam ist nicht Tylers größtes Problem. Denn er selbst ist in einen verbotenen, interdimensionalen Raum vorgedrungen und hat ein seit 200 Jahren verschollenes Siedlerschiff gefunden. An Bord 1000 Tote und ein schlafendes Mädchen, Aurora. Vielleicht hätte er sie besser nicht geweckt. Ein Krieg droht auszubrechen und ausgerechnet sein Team soll das verhindern. Ups, don't panic. Also ich freue mich sehr, dass die Reihe weiter übersetzt wird. Band 2 hatte ich ja schon auf Englisch gelesen und Band 3 habe ich auf Englisch schon hier. Jetzt habe ich den Stift fast fallen lassen und will ich dann auch bald noch lesen. Und dann erscheint ein Buch, was absolut nicht in meinem normalen Genre liegt. Also es ist weder Fantasy, noch ist es irgendwie ein New Adult Buch oder sowas in der Art, sondern es ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema, was nächstes Jahr erscheint. Und die Autorin, die das geschrieben hat, der folge ich auch auf Instagram unter ihrem Account und sie hat immer sehr, sehr wichtige Themen, die sie bespricht. Ich habe ihr auch schon mal in einem Livestream zugehört, wo sie über bestimmte Dinge berichtet hat. Und es ist extrem interessant, deswegen kann ich euch das Buch ans Herz legen, falls euch das Thema jetzt anspricht. Es heißt nämlich, warum wir Familie und Freunde an radikale Ideologien verlieren und wie wir sie zurückholen können. Und ich denke mal, gerade in der heutigen Zeit ist das ein extrem wichtiges Thema. Und ich kenne selber im Bekanntenkreis Leute, nicht in meinem Familien- oder Freundeskreis, aber von Freunden, deren Familien und so weiter, ja, die sich mit der heutigen Zeit in bestimmte Richtungen entwickelt haben und das Ganze ein komisches Ausmaß annimmt. Deswegen denke ich mal, werde ich das Buch auch weiterempfehlen können. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Querdenker-Demos, gewaltbereite Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker. Immer mehr Menschen driften auf der Suche nach Halt und Orientierung in radikale Ideen und Vorstellungswelten ab, finden Antworten in Chatgruppen, Internetforen und auf fragwürdigen Webseiten. Immer häufiger wissen Freunde und Angehörige, sich im Umgang mit Betroffenen nicht mehr zu helfen, fehlen Strategien, um miteinander in Kontakt und Gespräch zu bleiben. Wie können wir diesen Entwicklungen begegnen? Dana Buchzig erklärt die Psychologie hinter dieser Entfremdung. Sie zeigt Strategien auf, wie jeder Einzelne den Kontakt zu Betroffenen aufrechterhalten und konfliktärmer gestalten kann und was darüber hinaus in der Bildungsarbeit, in Politik und Sozialwesen wichtig wird, wenn wir auch in Krisenzeiten als Gesellschaft bestehen wollen. Ich finde es sehr interessant und wie gesagt, auch wenn es eigentlich überhaupt nicht meinem normalen Thema hier auf dem Kanal entspricht, werde ich das Buch definitiv auch lesen. Dann erscheint der erste Band der Dunbridge Academy-Reihe von Sarah Sprinz, der dann heißen wird Anywhere. Ich denke, darauf freuen sich auch viele, denn Sarah Sprinz ist ja auch eine relativ bekannte Autorin, würde ich mal so sagen einfach. Und es geht hier um Folgendes. Ihren Vater finden, das ist Emmas größter Wunsch, als sie für ein Auslandsjahr an der schottischen Dunbridge Academy angenommen wird. An dem Internat in Edinburgh begibt sie sich auf seine Spuren. Ablenkung durch neue Freundschaften kann sie dabei nicht gebrauchen. Doch Schulsprecher Henry verurteilt ihren Plan zum Scheitern. Auf nächtlichen Spaziergängen durch die alten Gemäuer der Schule zeigt er ihr zum ersten Mal, was es bedeutet, angekommen zu sein und eine Familie zu haben, bis er seine verliert.
Klingt auf jeden Fall interessant. Und ich mag Sarah Sprintz ja seit ihrer anderen Reihe, also What If We Drown, What If We Stay, What If We Trust. Die mochte ich ja auch sehr gerne, die Bücher. Insofern denke ich mal, dass ich mir das Buch schon doch genauer angucken werde auch. Dann erscheint der Debütroman von Beryl, der da heißen wird Schattenthron, Erben der Dunkelheit. Und das hatte ich auch in einem Neuerscheinungsvideo gezeigt und hatte aus Versehen ein falsches Datum damit vermerkt. Es erscheint zumindest standaktuell am 27.01. im Carlsen Verlag. Und es hat ein super interessantes Thema, beziehungsweise der Klappentext ist mega interessant und es hat auch in der ersten Auflage limitiert einen Buchschnitt. Also, falls ihr es haben wollt, dann lieber gleich bestellen. Kaya hat keine Vergangenheit, keine Erinnerung, keine Familie. Nichts außer Arian, der sie einst von den Straßen geholt und bei sich aufgenommen hat. Doch bevor sie ihrem besten Freund sagen kann, was sie wirklich für ihn empfindet, wird seine Seele von einem Schattenelfen gestohlen und er bleibt als Hülle zurück. Um ihn zu retten, reist die 18-Jährige ins Reich der Schatten, wo sie sich inmitten eines uralten Krieges wiederfindet. Das, was Kaya dort über sich erfährt, bringt alles ins Wanken, an das sie bisher geglaubt hat. Sie muss erkennen, dass sie niemandem mehr vertrauen kann, nicht einmal sich selbst und ihren eigenen Gefühlen. Gerade wenn es um den mysteriösen Kronprinzen Elias geht, der seine ganz persönliche Mission verfolgt. Ja, vorbestellt habe ich das Buch schon, also insofern wird es definitiv gelesen. Dann kommt noch raus der dritte Band der Only Love-Reihe von Emma Scott, nämlich Someday Someday, übersetzt von Inka Marta. Und er hat ein LGBTQ-Thema, denn es geht hier um zwei Männer. Es geht nämlich auf der einen Seite um Max, der es geschafft hat, von der Straße wegzukommen und sich ein ganz neues Leben aufzubauen. Der Job als Pfleger für Pharma-Mogul Edward Marsh scheint ein Glücksfall zu sein. Doch Max hat nicht mit dem Netz aus Geheimnissen gerechnet, das die Familie Marsh umgibt. Und noch weniger mit Silas Marsh, Erbe des Pharma-Imperiums und so kalt wie Eis. Aber Max sieht den Schmerz und den Selbsthass in ihm. Sieht, wie er sich verzweifelt gegen die Gefühle wehrt, die zwischen ihnen aufkeimen. Doch nur wenn Silas zu seinem wahren Selbst steht, hat ihre Liebe eine Chance. Wird gekauft, die anderen beiden Bände der Reihe habe ich ja auch schon zu Hause. Insofern freue ich mich da auch sehr drauf und finde es auch mal interessant, dass auch Emma Scott mal ein anderes Thema hat. Also dass es einfach auch mal einen LGBTQ-Bezug sozusagen bei ihr gibt. Dann freue ich mich auch persönlich sehr auf das neue Buch von Kelly Oram, das Libby Garrett Projekt. Das erscheint am 28.01. im One Verlag und wird übersetzt von Stephanie Pannen. Da war ja der erste Band das Avery Shaw Experiment und das war ja ein super, super, super süßes Buch. Also ich fand die Geschichte wirklich zuckersüß und freue mich deswegen umso mehr auf den zweiten Band, in dem es ja um die Freundin geht von der Protagonistin aus dem ersten Band. Und Libby haben wir schon kennengelernt als absolut verrücktes Mädchen, aber ich fand sie einfach total cool, deswegen freue ich mich sehr über ihre eigene Geschichte. Libby Garrett ist verrückt nach Owen Jackson. Doch der beliebte Basketballspieler hat weder Lust auf eine feste Beziehung, noch will er zugeben, dass er sie datet. Libbys beste Freundin Avery und der Rest des Wissenschaftsclubs sind sich einig. Ohne Owen ist Libby besser dran. Mit Hilfe eines 12-Schritte-Programms soll sie lernen, sich endlich selbst zu lieben. Unterstützung bekommt sie von Barista Adam, der sie nicht nur mit Unmengen Kaffee versorgt. Adam ist auch schon eine ganze Weile in Libby verliebt. Doch ist er der Richtige, um ihr beim Liebeskummer zu helfen? Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Buch. Es klingt nach einer super süßen Geschichte. Und dann erscheint im Januar auch noch der dritte Band der Dare to Trust-Reihe von April Dawson. Ich wollte gerade immer Scott schon wieder sagen. April Dawson, der dann heißen wird Dare to Stay. Und hier geht es um Dorian Millard. Verwüstete Hotelzimmer, Frauen und Partys sind das Leben von Rockstar Dorian Millard, bis seine Band ihm ein Ultimatum stellt. Entweder er reißt sich endlich zusammen oder er fliegt aus der Band. Doch erst als seine Nachbarin Brooke ihn eines Abends bei sich aufnimmt, ändert sich sein Leben schlagartig. Die alleinerziehende Mutter weckt Gefühle in Ian, die er seit Jahren unter Verschluss gehalten hat. Doch eine feste Beziehung ist das Letzte, was Ians Fans von ihm wollen. Also ist er wahrscheinlich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem, was er der Öffentlichkeit irgendwie zeigen muss und dem, was er selber will. Auf jeden Fall auch interessant. Dann wird auch ein Buch von Laura Kneidl im Lux Verlag erscheinen, nämlich Herz aus Schatten. Und so wie ich das hier lese, ehrlich gesagt, das Buch sagt mir nichts, aber es klingt so, als wäre es schon mal rausgekommen und würde jetzt einfach nur ein neues Cover erhalten. Hier steht nämlich in der Beschreibung, endlich wieder erhältlich, der Fantasy-Roman von Spiegel-Bestseller-Autorin Laura Kneidl mit neuem Cover. Also vielleicht jemand von euch, der sie schon länger verfolgt, kennt das Buch eventuell, aber es bekommt jetzt ein neues Cover. Und ich lese einfach mal den Klappentext für euch vor. Es geht hier nämlich um Folgendes. Seit Jahrhunderten wird die Stadt Praha von dunklen Kreaturen bedroht. Sie lauern in den Wäldern und gieren nach Blut der letzten verbliebenen Menschen.
Als Bändigerin ist es die Aufgabe der 17-jährigen Kyla, die Stadt vor den Ungeheuern zu schützen. Mit ihren Fähigkeiten gelingt es ihr, einen Schattenwolf zu zähmen, doch dann geschieht das Unfassbare. Der Wolf verwandelt sich in einen jungen Mann. Er kann sich nicht an seine Vergangenheit erinnern und immer wieder kommt seine monströse Seite zum Vorschein. Es klingt auf jeden Fall auch gar nicht so schlecht. Ja, ihr Lieben, dann sind wir mit dem Video an der Stelle auch schon fertig. Ich hoffe, es waren interessante Neuerscheinungen für euch mit dabei. Wie gesagt, ihr könnt die Liste natürlich jederzeit gerne in den Kommentaren noch ein bisschen ergänzen. Ich verlinke euch alle Bücher in der Infobox, dass ihr sie gerne auch mal genauer anschauen könnt, selber nochmal Klappentexte durchlesen oder vorbestellen oder wie auch immer. Schaut also gerne vorbei und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!